Hallo Jungs und Mädels, hier ist der Max und nein, ich bin nicht verschollen oder sowas. Es haben sich ja wirklich schon manche Leute Gedanken gemacht, ich habe Messages gekriegt, ich habe Nachrichten gekriegt in den Comments und sowas. Max, was ist los? Wir machen uns Sorgen. Ganz ehrlich, es muss sich beim besten Willen keiner Sorgen drum machen. Ich werde bestimmt nicht aufhören, einfach irgendwie Videos zu machen auf YouTube. Und wen es wirklich interessiert, ich meine, ich glaube, es ist kein Tag vergangen, wo ich nicht mal mindestens 1, 2 bis sehr viele Twitter-Posts gemacht habe. Also sind sich, ich habe bloß gerade nicht so einen großartigen Nerv da drauf, Videos zu machen. Aber, um jetzt mal zum eigentlichen Thema zu kommen, das neue Battlefront. Wir haben jetzt insgesamt so an die, ich sag mal so ungefähr 10 Stunden in dem Dreh gespielt. Und wir machen es jetzt mal anders als sonst. Wir machen es jetzt mal so, das Schlechte zuerst. Also, jetzt rennt man nicht gleich weg. Denn ihr werdet sehen, dass das Video doch nach dem Schlechten auch noch eine ganze Weile weitergeht. Denn es gibt ein paar Punkte, wo mir die meisten von euch, die es gespielt haben, wahrscheinlich auch zustimmen werden. Es gibt ein paar Punkte, die sind wirklich nicht sonderlich tolle. Und das erste ist, naja, Walker Assault, zumindest auf der Map, wo wir es gerade spielen dürfen, ist unbalanced wie shit. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Ich habe eine Runde erlebt, da haben die Rebellen gewonnen auf der Map. Und ja, wir waren auch ausgerechnet Attacker, also wir haben es übelst verkackt. Eine Runde haben die Rebellen gewonnen von, was weiß ich, 40. Das ist wirklich unbalanced wie sonst was. Es ist nicht so, dass die Rebellen gar keine Chance haben, aber der Aufwand ist deutlich, also extrem viel höher. Also sprich, man braucht ein Team, sagen wir mal, aus vorneweg 5 bis, keine Ahnung, 10 wirklich guten Leuten, die koordiniert zusammenspielen, dass man als Rebellen auch nur den Hauch einer Chance hat und das auch nur, wenn die Attacker Kacke spielen. Sonst funktioniert das nicht. Also ich muss einen deutlich höheren Aufwand als Rebellen treiben, dass man das Ganze gewinnen kann, als umgedreht. Als Attacker kann man irgendwie sinnlos draufrennen und das klappt schon. Das funktioniert. Also es ist wirklich einfach unbalanced. Anders kann man das nicht sagen. Aber sie haben ja auch gesagt, sie wollen das Ganze ändern bis zum Release. Ganz ehrlich, ich bin der Meinung, das ist das Mindeste, was man machen kann. Ich meine, warum soll ich einen Spielmodus rausbringen, der einfach total unsinnig spielbar ist? Das werden sie aber wahrscheinlich schon hinkriegen. Hoffe ich mal. So. Das nächste ist, Treffer zählen manchmal nicht. Das wird wahrscheinlich auch jedem aufgefallen sein, der das Spiel bisher schon ausprobiert hat. Und dann frage ich mich allen Ernstes, wie kann man beim gefühlten 20. Frostbite-Shooter das jedes Mal so verkacken, dass man nicht, dass es einfach nicht funktioniert? Du hittest Gegner, du siehst sogar diese kleine Animation, dass es blitzt oder irgendwas ist, wenn du einen Gegner triffst, aber es zieht ihm nichts ab. Es passiert nichts. Ich weiß nicht, woran das liegt. Und das war bisher bei fast jedem Spiel auf Frostbite Engine am Anfang der Fall. Ich weiß nicht, was sie da machen. Mir leuchtet es wirklich nicht ein. So, und das waren eigentlich auch schon die zwei Punkte, die mir gerade extrem auf den Sack gehen. Natürlich ist das nach wie vor eine Beta. Wir sehen wahrscheinlich, hoffe ich, doch nur einen relativ kleinen Ausschnitt vom Game. Ich meine, wir haben zwei Spielmodi mit jeweils nur einer Map. Also das hält sich doch sehr in Grenzen. Es gibt mit Sicherheit auch noch nicht alle Waffen und Gadgets. Und es gibt auch ein Menü, wo man sich seinen Soldat zusammen konfigurieren kann. Das ist ja heute so üblich. Und das kann man in der Beta auch noch nicht machen. Also da wird, denke ich, noch einiges an Content auf uns warten. In der Vollversion muss es auch, denn, naja, es ist eindeutig zu wenig, wie es ist. Aber ich denke, da wird auf jeden Fall noch was kommen. Jetzt kommen wir mal zu den Punkten, die ich wirklich gar nicht so übel finde. Und zwar, das erste ist, was wahrscheinlich auch jedem aufgefallen sein wird, das Game sieht echt extrem gut aus. Das sieht echt gut aus. Das sieht nicht nur einfach glatt poliert gut aus, das sieht wirklich auch passend aus. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Also das Gelände von der Map sieht gut aus, die Texturen auf der Map sehen gut aus. Die Charaktere passen da irgendwie rein. Das fügt sich alles zu einem wirklich sehr runden Ganzen zusammen. Es läuft auch, finde ich, ganz passabel. Wobei ich da immer, sage ich, muss ich ja immer dabei sagen, nicht so unbedingt jetzt der Maßstab dafür bin. Ich habe doch einen relativ guten PC, also nur weil das bei mir ziemlich gut flutscht, heißt es nicht, dass es in der Tat wirklich überall sonderlich gut läuft. Allerdings, auf meinem PC läuft das wirklich gut. Es gibt nichts, ich musste nichts großartig tunen an den Grafik-Settings oder sonst was. Ich habe das Post-Processing ein bisschen runtergestellt, dass ich kein Motion Blur und sowas habe. Da kriege ich immer Zustände bei Games, wenn ich mich bewege und es verschwimmt. Ne, wenn ich mich drehe, will ich ja auch trotzdem sehen, was um mich drumherum passiert. Ich will ja nicht, dass, wenn ich mich drehe oder reinzoome, erstmal alles blur, alles verschwimmt und man nichts mehr sieht. Das habe ich umgestellt. Ansonsten aber nicht viel. Und das Spiel läuft gut. Wirklich, irgendwie, was weiß ich, so um die 120 FPS konstant.
und teilweise auch mehr. Also da kann man nicht meckern. Optisch sehr gutes Game, Performance super, zumindest bei mir. Der Soundtrack ist auch cool und ich kann gleich nochmal sagen, ich bin kein Ultra-Star-Wars-Fan. Ich habe zwar alle Filme geguckt und das ein oder andere Spiel im Star-Wars-Universum gespielt. Kennt noch einer auf dem N64? Ich habe keine Ahnung mehr, wie das hieß. Shadow of the Empire, könnte das sein? Ich weiß nicht. Das fanden wir übelst geil, haben wir damals immer zu zweit gespielt. Also bei mir hat das Game nicht jetzt wirklich ein Ultra-Bonus, weil es ein Star-Wars-Game ist, aber wenn man sich mal anguckt, was die richtigen Fans da schon teilweise veranstalten, da wird wirklich drüber diskutiert, so nach dem Motto, boykottiert das Game, weil Luke das falsche Outfit hat oder solche Dinger. Gut. Also die Ultra-Hardcore-Fans gibt es natürlich immer bei solchen Geschichten. Das ist natürlich auch, das ist dann echt schon ein bisschen übertrieben, ne? Die Maps wirken vom, jetzt mal um das Game wieder zurückzukommen, die Maps wirken vom Layout her recht durchdacht. Wenn, das natürlich dann noch mit der Balance und da gibt es viele Sachen, die man da dran ändern könnte. Es ist einfach so, man spielt ja immerhin 20 gegen 20. Das bedeutet, es haben beide Seiten gleich viele Spieler. Ist an sich, alles andere wäre ja auch irgendwie blödsinnig. Dazu kommt allerdings, dass die Angreifer nicht nur diese ganz fetten Dinger haben, die übelst draufballern können, dann haben die noch so kleine Walker, die auch übelst reinhauen. Und wenn man Leute sieht, die irgendwie in der Runde 35-2 haben, dann schimmeln die ganze Zeit in so einem kleinen Walker rum, irgendwo so am Rande der Map und ballern alles um. Das kommt ja auch noch dazu, dass die Angreifer über Sachen verfügen, was die Defender schlicht und ergreifend nicht haben. Und das halt einfach, wie ich schon am Anfang gesagt habe, die Defender doch deutlich koordinierter vorgehen müssen. Also da kann man einiges an der Balance noch drehen. Die Defender haben beispielsweise gar keine Fahrzeuge. Wenn man jetzt mal die Flugzeuge außen vor lässt, es ist doch sehr einseitig, das Ganze. Wie auch immer man das beheben kann, das ist nicht mein Job, das ist eher der Job von DICE in dem Fall, sich da was auszudenken. Aber ich denke, wenn diese grundlegenden Sachen, die wahrscheinlich auf die meisten Maps dann in diesem Spiel Modi zutreffen werden, wenn das gelöst ist, oder vielleicht ein bisschen weniger schlimm ist, dann wirken die Maps doch, beziehungsweise die eine Map, die man bisher gesehen hat, in jedem Spielmodus doch schon relativ durchdacht. Das passt. Ja, da hat man einen Hügel in der Mitte, wo man nur mit einem Jetpack drauf kann, was auch sinnvoll ist, dass man die ganzen Gadgets da schön integriert hat in das Game. Die Gadgets an sich, das gefällt mir auch, wobei man sagen muss, ich bin mir nicht so sicher, ob es unbedingt sein muss, dass echt jeder mit einer Sniper rumrennen kann, aber okay, ich meine, das Ding kann einmal schießen und dann hat es einen Cooldown von, weiß nicht, 6 Sekunden, 8 Sekunden, 5, irgendwie so in dem Dreh. Das ist doch schon relativ lang. Also man kann den jetzt nicht permanent rumsnipen. Und ich habe auch noch keine Sniper an sich in dem Game gefunden. Das ist eher so ein Gadget. Man kann 3 Gadgets mitnehmen, die sind in 2 Kategorien aufgeteilt. Einmal, ja, ich nenne es jetzt mal sowas wie Waffen. Also sowas wie Granaten, Sniper und sowas in der Richtung. Und dann gibt es noch so eine Charge, so Dinge, die man aufladen muss. Das ist dann beispielsweise ein Schild, was man mitnehmen kann. Da muss man dann erstmal Charges aufsammeln. Also Ladung aufsammeln und wenn man dann das auslöst, wenn man das Schild dabei hat, hat man ein Schild um sich drumherum und kann aber selbst nicht schießen, was ich auch gut finde. Allerdings es kann dann auch keiner killen. Das ist wunderbar, wenn man, ich wollte gerade sagen MCOMs, es sind keine MCOMs, ich sag's aber MCOMs, weil es sind MCOMs. wenn man die MCOMs legen will, beziehungsweise als Defender möchte, muss man ja eigentlich so die MCOMs dann anschalten. Ihr wisst, was ich meine. Da ist das natürlich super mit dem Schild. Weil einem einfach nichts passieren kann. Kann man ran, man kann das Ding securen, man kann auch in Dropzone diesen Pot, der da runtergefallen ist, wunderbar securen mit dem Schild. Ich finde, das Gadget-System ist nicht schlecht. Mal gucken, was da noch so kommt in der Richtung. Bis jetzt macht es auf mich den Eindruck, vor allem, weil man jetzt nicht 3 Waffen mitnehmen kann. Also man kann jetzt zum Beispiel nicht Jetpack, Granaten und Sniper mitnehmen und sowas. Das Jetpack zählt halt nicht in diesen Aufladungsslot rein. Das funktioniert nicht. Also man kann beispielsweise Granaten, Sniper, Schild mitnehmen oder sowas. Das finde ich ist eine gute Sache. Das scheint mir auch recht durchdacht zu sein. Und wie gesagt, ob wirklich unbedingt jeder einen Sniper haben muss, sei mal dahingestellt. Mal gucken. Die Waffen selbst finde ich noch. Na gut, was willst du auch machen? Was willst du auch machen? Ich meine, das sind alles irgendwelche Laserdinger. Ja, die sind schon unterschiedlich. Ja, du hast dieses Art LMG, was relativ schnell schießt. Allerdings jetzt nicht sonderlich viel Schaden pro Schuss macht, noch nicht sonderlich genau ist. Du hast dieses eher Assault Rifle, was relativ viel Schaden pro Schuss macht, langsam schießt und recht genau ist auf die Entfernung. Ich würde mir wünschen, wenn es doch wirklich noch klarere Unterschiede, also einfach nicht nur auch von der Handhabung gäbe, sondern einfach, dass sich die Waffen richtig extrem unterscheiden. Das fände ich ein bisschen schöner, wenn da noch ein bisschen mehr Auswahl hinzukommt.
Gehe ich ja mal von aus. Mann, 5 Waffen wären vielleicht echt ein bisschen wenig. Aber ansonsten, also insgesamt muss ich echt sagen, macht mir das Game Spaß zurzeit. Und man kann es immer schwierig münzen auf die Vollversion. Denn nur weil das jetzt auf 2 Maps gut funktioniert, die vielleicht extrapoliert wurden für die Beta, man muss mal gucken. Wenn das von der Qualität her, wenn das so bleibt, wenn da noch mehr Abwechslung dazu kommt und vor allem, wenn da auch noch ordentlich mehr Content dazu kommt, dann glaube ich, ist dieses Spiel mit Sicherheit kein totaler Fail zu Release. Und immer unter der Voraussetzung, diese 2 grundlegenden Mängel, die ich am Anfang angesprochen habe, kriegen sie auf die Reihe. Wie gesagt, einmal das Balancing in Walker Assault und eben einfach, dass man manchmal die Gegner nicht trifft. Was echt nervig ist. Kann sich ja jeder vorstellen, der es noch nicht gespielt hat. Der kennt es vielleicht aus anderen Games. Wenn man Gegner trifft und dann der Treffer nicht zählt, ist es einfach nervig. So, das war meine Ansicht zum neuen Battlefront. Es gibt noch ein paar Sachen, die ich noch nicht so extrem ausgiebig ausprobiert habe. Zum Beispiel mit den Flugzeugen fliegen und solche Dinger. Und ich bin auch noch relativ wenig als Attacker mit diesen Walkern rumgewalkt. Das werde ich alles nochmal ein bisschen ausprobieren. Zumindest könnte das wirklich ein sehr schönes Spiel werden. Was auch sowohl Star Wars Fans als auch Leute, die jetzt vielleicht nicht so die Ultra Star Wars Fans sind, aber der Sache auch nicht komplett abgeneigt, doch gefallen könnte. Ich glaube, Leute, die Star Wars total scheiße finden, unabhängig davon, ob das Game an sich im Kern vom Gameplay gut ist, die werden wahrscheinlich auch nicht so viel Spaß daran haben, wenn es ihnen eh schon vom kompletten Setting auf den Sack geht. Ja, weil das Star Wars Setting ist schon sehr präsent in dem Game, eindeutig. Ja, das ist ja nicht einfach ein Game, wo Star Wars draufsteht. Da ist auch wirklich das komplette Game drumherum, wo du hinguckst, ist halt sehr dran angelehnt. Und wenn man wirklich gar nichts damit anfangen kann, glaube ich, wird man da keinen Spaß dran haben. Aber wenn man das eher so neutral sieht wie ich, ich meine, ich habe die Filme geguckt, wie ich schon gesagt habe, und ich muss auch sagen, ich bin jetzt, wie gesagt, kein großer Fan und ich bin auch nicht jetzt, irgendwie finde ich es scheiße, ich finde das eigentlich so ganz okay, man kann sich das angucken. Warum nicht? Ja, also ich glaube schon, dass mir das Spiel, wie gesagt, wenn die Sachen behoben sind, die ich angesprochen habe, drinne sind, dann wird das bestimmt ein schönes Game, was man sich auch mal eine Weile anschauen kann, wenn man noch skeptisch ist, ob das was für einen ist. Na, das ist ja generell aktuell sehr zu empfehlen immer, dass man einfach ein bisschen wartet und schaut, ey, ist es jetzt auch wirklich das, was ich mir erhofft habe und das Ding nicht vielleicht vorbestellt oder gleich zum Release kauft. Da muss man mittlerweile halt skeptisch sein. Da habe ich vergessen, es ist ein Game von EA. Bei Games von Ubisoft würde ich es mittlerweile nicht anders sehen. Und man kann ein bisschen abwarten. Oder man ist total heiß drauf und ein richtiger Star Wars Fan, da kann man es direkt kaufen, vorbestellen. Ich glaube, die Chancen, dass es der totale Reinfall wird, sind relativ gering. Ausgeschlossen ist das Ganze nie. Wir gucken uns mal die Medal of Honor Warfailer Beta an, die fand ich auch noch ganz gut. Und das fertige Game war absoluter Rotz. So, jetzt haben wir an der Stelle Schluss. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.